Das Subgericht. Du musst doch nicht immer nur so unmöglich sehen. Was sind wir denn so was? Du kannst ja nie abs fallen. Ich meine, das allererst, weil ich muss gerne aus der Freiheit. Ich bin erst lieber wie die Freiheit. Und ich ging auch keinem holen. Dann meine ich so, dass du das selber am nächsten hast. So gehst nicht gern Stroß bei Kollegenspielen, das ist gut für der Haut. Nee, ich habe keine Lust, ich bleibe lieber allein. Alors, je peux vous dire, c'est un complet mystère pour moi, pourquoi d'autres cinéastes font des films. 10 Millionen Italien zu räumen. Oh, du Wacker! So findest du nicht, dass du allein immer nur noch schwätzt? Oh, du machst uns viel Gedanken. Ja, wir kennen keine verschiedene Kollegen. Ja? Ich weiß immer Mama. Warum mir noch einfach so? Du kommst nicht mehr. Du merkst nicht viel Zeit, dass man mit Gefühl so hat. Was merkst du? Dass man adaptiert. Warum wir doch verschließen sich noch mehr? Was ist auch zu klein dafür? Nicht mehr. Nicht mehr, Jan. Nicht. Nächste Woche. Ja, Kim? Der Zoo. Und dann? Alex? Was hält das adaptiert? Wie kannst du das darüber? Einfach so. Na ja, adaptiert heißt, wenn man kann, sein eigenes Eltern nämlich hat und dann weist du bei anderen Eltern ab. Denn Alex hat keine Eltern! Dazu, da ihr komisch fahren. War kein komisch froh. Ah, den Mom kennt. Moje, mein Junge, wie ist es?
Für was hat die gestorben geschwärmt? Sini. Wie ist nicht so gekommen sind? Boah, ich hätte schon richtig im Fernsehen, oder? Nee, die hat darüber geschwärmt, dass ich mich adoptiert habe. Die sind nicht mehr richtig alt daran. Wenn du willst, können wir nur mit meinem Papa darüber schwärmen. Nach der Pension. Die richtige Eltern kennen wir nicht, Alex. Du bist aber als richtig jung. Wenn ich schon sein, dass du ganz klein warst. Du bleibst auch immer als richtig jung. Gerne, ne? Dass du da den Schatzieren. Mach dir nicht viel Gedanken mit all diesen Sachen. Gut. Kaffee trinken, weil wenn ich Kaffee trinken kann ich nicht schlafen. Bei mir ist die bekannte Kontrahe. Fällt an. Scheiße, kannst du Kaffee trinken? Man, nee, wenn ich schlafe, dann kann ich keinen Kaffee trinken. Sie nerven mich immer mit ihren ewigen Auto- und Fußballgeschichten. Marie, häng doch schon mal auf Kino. Ja, für was nicht? Wie bringst du es fertig, nicht anzuschlafen bei dem Typ da? Ah, hinter sie so, du verkackst keine Bus. So, hast du mal Lust, mal das Baseball-Match gucken zu wollen? Dickerisch gegen Birkerisch. Nee, schon mal schon etwas für. Autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi, qui n'est pas moi. Was hast du denn da nur schon für eine Sauerei? Qu'a voulu dire Sartre par là? Et moi, c'est facile, c'est moi. Ben non, c'est moi. Toi? Non, toi, tu es l'autre. Ouais, mais toi aussi, c'est l'autre, pour moi. Justement, vous êtes l'autre pour nous et pour les autres. Et nous dans tout ça? Vous, vous êtes vous pour vous, vous pour eux, vous pour nous.
Donc l'autre pour nous. Ou inversement. Ah. Was ist das schon, dass nicht mit Mordas kommen? Aha, ich komme vielleicht noch. Okay, bis noch wird er vielleicht. Ja, bis dann. Was war das? Hast du ein Rendezvous, Martina? Nee, er hat das Gefühl, dass ich mal auf der Baseball match. Kann doch ruhig gehen. Kinder können noch hängen, okay, Mann. Da kommen wir jetzt mit. Ich will es doch nicht damit gerne, ja. Die Supporter, die haben natürlich Hände sitzen und ja, wir gewonnen, rufen. Ja, wir. Dann kommen wir jetzt wohl auf den Terrain. Die Wette ist leider eigentlich nicht gern. Das ist also nicht so, wie wenn ich Leute nicht gehe. Ich gucke einfach nur, von weitem. Das ist einfach. Und Leute haben gesagt, die laufen einfach nicht mehr lernen. Sie passen doch nicht mehr. Überall die Kleinigkeiten, die Details. Also bleiben nirgends nicht stehen. Sie sehen nicht mehr. Ja, aber es geht ja aber auch wirklich nicht viel zu sehen. Das ist gerade das, was nicht stimmt. Komm mal rundherum. Guck die Landschaft, guck die Farben, die Nuancen. Das war nicht schmolen, dass ich all die kleinen Details da gesehen habe. Eigentlich die Stadt war zählt. So, mit Mini fliegt eigentlich die nächste Rakete auf dein Planet. Kann ich hier ein Bild sehen, wenn ich fliege? Merci. Voilà, chérie. Vielen Dank für den Geburtstag, Maya. Das Decken ist der Dienst für dieses Ding in der Vergangenheit noch bleibt. Die Eltern sind aus Rumänien. Und das auch du ihnen nach, damit ich sicher kommen sind an ihnen heim. Sie waren im einsam Leid. Sie hatten kein Mittel für ihr Krankenhaus zu zeigen. Sie können nicht auf ihr. Brauche ich kein Sorgenzimmer. Für was hat euch so lange damit gewartet? Wir hatten Angst. Angst? Ich hätte euch keine Angst machen sollen. Heißt soll es, was ich über die Slawisch Lerner gefunden habe? Merci. Willst du ein Exposé schreiben über die Lerner als du musst? Willst du Kommunist gehen oder musst du dich ein Mädchen impressionieren? Ich will dir. Lass mich allein. Ich habe dich schon echt gefroht. Du hast verpasst, ein Buch über gute Manieren zu lesen. Wie ich gedacht habe. Lächer, ich kann dir wirklich helfen. Du weißt, dass ich die Bibliothek bald auswendig kann. Nicht nötig. Hallo, Dummer, du bist so ein Dreamer. Du weißt, dass ich kein Problem damit habe, normalerweise. Aber es fängt nur zu viel zu gehen. Du kannst dein Leben nicht mehr drehen. Ich drehe mein Leben nicht, das ist sicher nicht. Und überhaupt, wenn ich keine Apps hole, sind doch keine Maps schuldig.
kann er aber bei dem Exposé helfen? Ich mache die Recherche für ein Exposé. Wie wird dann dann? Ich sehe schon meine Älteren. Weil ich schon wieder älter wie Hilfe bei ihr. Sind sie auch? Ich kann da aber helfen. Ich gehe nur in das Kino. Kannst du das kümmern? Ja. Merde, ich meine Sache. Wie passt du mit deiner Recherche? Ich will ja, dass nach immer ein Decken sein Ziffer. Das ist den, ich werde noch von meinen älteren Hund. Hey, was ist das für ein Decken? Ich habe einen Decken, wie ich gekannt war. Zweimal bei Teil hier rein, manchmal. Ja. So bald keine Leute. Das ist ein halb viel. Oh, trotzdem. Ich hab Kino, aber okay, Mensch, Popcorn, das ist wirklich gern. Ich hab Popcorn aber gern. Sollen sie doch nicht auf die Kino ihre kleine separate Saal setzen für Popcorn, Fräser, wo die an einem Magine kann stellen und an meiner kleine Lautsprecher. Wo sie dann noch nimmer nicht vom Ton vom Film gestellt. Aber es ist ein gespanntes Ding, auch wenn du es findest. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke. Komme ich doch zu Fuß hin? Wenn Sie spaziert gehen mögen, dann ja. Sie bräuchten dann aber eine Dreiviertelstunde. Ich zeige es dir.
Okay, danke. Also, du gehst jetzt die Treppen hinauf, dann durchquerst du die Piazza Civil. Dann gehst du noch ungefähr 10 Minuten. Und dann kommst du auf eine Straße, man sagt in Balcesi. Und auf diese Straße kannst du noch ungefähr 3 Minuten gehen und nachher für deine Sicherheit kannst du noch jemanden fragen. Hast du verstanden? Okay, danke. Bună ziua! Ce doriți? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ich bin Austauschschüler und suche Informationen über ein... über das Land hier und auch dessen Leute, die dort leben. Machen Sie eine Umfrage? Ja, ja, so in etwa. Also dann, bitte, kommen Sie herein. Sie sind also Teil der, glaube ich, der höheren Sozialschicht. Es geht uns gut. Wer ist uns, wenn ich fragen darf? Mein Mann und ich. Ihr habt also keine Kinder? Nein, obwohl wir gern welche gehabt hätten. War das schon alles? Danke für Ihre Freundlichkeit. Aber das war aber eine kurze Umfrage. Leider.
Okay, so let's continue. You have to draw a sketch. Doamna profesoară, cât de mare trebuie să fie? Please talk in English. We are here in our English class, so not that big, okay? Not that big. Okay, have you finished? Yes. All right, now I need a volunteer. Monica, please, how are you today? I'm bored. Why? Because I'm always bored. And you? I'm sad. Why are you sad? Just because. Okay, second. I'm happy. What makes you happy? Well, the holidays. Hey! Kommt her! Hi, Andrea. Hallo, hey. Na, grüß hallo, euch. Hallo, wie geht's? Hey, wie gefällt es euch eigentlich hier? Naja, es ist halt eine Schule. Stimmt, aber ihr seid schon seit über einem Monat da und da hab ich mir gedacht. Tschüss, Nadjara, oder Michelsberg, ja? Wir sind in Sibiu. Du gehst in diese Richtung und dann links. Es ist weiter weg von hier, ein kleines isoliertes Dörfchen. Es gibt kein Hotel dort, du müsstest vorher anhalten. Danke. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Tschüss. Pardon? Ça t'a plu? Oui, oui, beaucoup, mais n'arrêtez pas de jouer. Non, j'ai plus envie de jouer. J'ai envie de parler. Moi pas. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on peut se taire, où on doit se parler. Ben non. Thank you.
Ein Zimmer, bitte. Wie komme ich nach Freck? Du brauchst ungefähr 2 Stunden bis dahin und außerdem fahren keine Busse. Okay, kann man hier noch was essen? Natürlich, bitteschön. Ein Freund von mir fährt morgen in Richtung Freck. Er könnte Sie mitnehmen. Soll ich ihn fragen? Ja doch, das wäre nett, danke. Morgen, Romy. Morgen, Robert. Hast du gut geschlafen? Ja, schon. Wo sind die anderen? Sie müssen bald kommen. Kommen sie auch, ja. Hallo. Hallo. Ist das der Junge, der nach Freck will? Ja. Tschüssi. Wiedersehen. Wiedersehen. So, komm, trink Kaffee. Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. Ich auch. Dort liegt Kaffee. Einer. Komm, nimm mir. Also, wo willst du denn genau hin? Ja, nach Freck, zu dieser Adresse. Ich kann dich an einer Kreuzung rauslassen und dann musst noch zu Fuß gehen. Ungefähr 1 Stunde. Ja, das ist kein Problem. Alles klar. Reisen? Ja. Was führt dich als Fremder denn hier in die Pampa? Ich muss dorthin. Das ist einfach so. Und glaubst du, du findest es? Ich hoffe es. Dacă n-ai-ce-ți place, să-ți placă ce-ai. Sie brauchen mich nicht zu beschimpfen. Ja, das ist keine Beleidigung. Das ist einfach ein Sprichwort. Was bedeutet es? Wenn du nicht das haben kannst, was du willst, so musst du mit dem zufrieden sein, was du hast. Tue ich. Glaube ich zumindest. Aber eigentlich finde ich, dass man sein Leben nicht nach Sprichwörtern richten soll. Da hast du recht. Aber manchmal stimmen die nachdenklich. Manchmal, da helfen sie mir, die Politik zu verstehen. Die Politik? Welches Sprichwort ist das denn? Der Kapitalismus ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Der Kommunismus ist das Gegenteil. Also die Straße lang und nach 1 Stunde kommt das Dorf. Um 5 fahre ich wieder hier vorbei. Danke fürs Mitnehmen. Robert! Ja, Romy? Könntest du mir den blauen Koffer vom Speicher holen? Nein. Und warte. Auch die 3 Kisten, die daneben sind. Dein Vater möchte gerne diesen Trödel mitnehmen. Trödel? Ja, Trödel. Ja, diese unnützen Dinge vom Markt. Ja, gut, Großmutter. Kommt ihr bitte mit mir zu helfen? Kommt doch endlich, Andrea, Mihai. Was gibt es da oben? Na, das weiß ich aber nicht. Thank you.
haben schon Zeit. Ich weiß nicht, was mich noch zurückhalten soll. Robert natürlich. Ihr werdet wohl nie erwachsen. Die verlieren alle Kammer. Die Packe zu erwiesen. An der Kläger kam es gut. Da musste alle 2 Stunden stur bleiben. An der Durchstraße zeigen. Gibt immer mehr schlimm. Du wirst zu lernen, zu gefährlich. Vielleicht hast du recht. Welches zu beschweren ich will kommen. Du wirst der Kammer gut. Ging erbischt, er ist rechts, nein, er ist weiß. Er musste vor, dass er sehen sie Chance. Kann also besser bei Marie, der Tata, bis an Transylvanien noch. Nein, sie noch nicht gekommen. Es kommt. Um Gottes Willen, los, der kann er heim. Es passt noch so. Das geht schon. Schau dir mal den ganzen Kram an. Komm, lass uns lieber gehen. Wir kommen später nochmal. Ich muss frische Luft schnappen. Unbedingt. Was für ein Traum. Mein so Kopf. Komisch. Guten Tag. Valentina, te caută cineva. Ce doriți? Sprechen Sie Deutsch? Nu știu germană, nu. Bă, copii, haideți un pic încoace, mă. Haideți un pic. Bună ziua. Bună ziua. Ce vrea băiatul? Was du willst, das weißt du. Könntest du sie fragen, ob sie Familie hat? Das ist dir, da komm mal, willst du mal Familie? Ja, no. No, ja, no. Nein, sie sagt, dass sie eben keine Familie mehr hat.
Danke. Vă mulțumesc. Cum Andreea vă bine. Was ist passiert? Habt ihr den Tod gesehen? Ihr Geister. Wer ist eigentlich der Junge da? Na, ich glaube, es ist ein Deutscher. Er stellt ziemlich komische Fragen. Von die Leiche da draußen auch nicht, die richtig war. Man soll es ihm so. Hey, wer jetzt das Sächsisch? Was? Sächsisch. Nein, ich rede Luxemburgisch. Hey, schaut mal, was ich auf der Straße gefunden habe. Noch einen Luxemburger. Was du letzte Woche? Ja. Wie klein die Welt doch ist. Nein, der Zufall ist groß. Oh, ein richtiger Philosoph. Ja, Kinderlein, was tut ihr denn so? Robert und Katharina haben diese Kiste hier auf dem Dachboden gefunden. Ja, und das verdanken wir dieser Beule. Aua. Und was beinhaltet sie? Naja, Ungeheuer, mystische Objekte. Ein Witzbold. Du Philosoph, bleib mal ruhig. Und du würdest auch nicht mehr so viel lachen, wenn du mit uns oben gewesen wärst. Hast du wohl einen Vampir gesehen oder was? Überlass mal Dracula den Touristen. Bei uns war das etwas banaler. Wir hatten so einen komischen Traum, etwas von Eltern, die ihre Kinder irgendwo zurücklassen. Sind das Ihre Briefe? Nein, nein, die hat mein Sohn einmal vom Markt mitgebracht und schon hier gelassen. Hä? Ich verstehe nichts von all dem. Das ist sächsisch. Es ähnelt eure Sprache, nicht wahr? Ja, das kann sein. Aber die ist mir doch zu kompliziert geschrieben. Da bekomme ich nichts gelesen. Nein. Warum ähnelt das sächsisch überhaupt dem Luxemburgischen? Ich kann euch nur sagen, dass die Siebenbürger Sachsen aus Luxemburg kommen. Übrigens, was suchst du hier in diesem Dorf? Ich suche meine Eltern. Mich würde interessieren, was mit den Kindern passierte. Aber wenn ihr Näheres wissen wollt, ihr solltet dennoch nach Kerz fahren und dort den Pfarrer fragen. Vielleicht kann er euch weiterhelfen. Alex, kommst du mit uns? Nein, ich muss nach Hermannstadt zurück. Und eure Buslinien hier machen es mir auch nicht gerade leichter. Aber du kannst ja doch bei uns übernachten. Mein Vater wird uns morgen abholen. Ist kein Problem. Hier ist ja genug Platz. Ja. Auf einen Tag kommt's auch nicht an. Aber es geht nicht so. Scheiß Fahrrad wartet, mein Fahrrad ist futsch. Guten Tag, Kinder. Habt ihr Gott etwas zu sagen oder wollt ihr was wissen? Nein, wir sind nur wegen Ihnen gekommen, Herr Pastor. Dann fragt doch ruhig. Wir haben gehört, Sie wüssten, wieso die Siebenbürger Sachsen aus Luxemburg stammen. Ihr stellt vielleicht Fragen. Na gut, ich werde es versuchen. Kommt mit nach draußen. Im 12. Jahrhundert zogen Leute aus Luxemburg aus, um ein besseres Leben zu führen, um einen Platz für sich zu finden. Und weil die Wirtschaft den Bach runterging und das Leben schwer war, hat dann der König versucht, mit Versprechungen und mit anderen Sachen sie hierher zu bringen, damit sie dieses Land gegen die Wandervölker absichern. Natürlich war die Reise lang und beschwerlich und mit vielen Risiken verbunden. Ganz zu schweigen von den schweren Entscheidungen, die sie manchmal zu treffen hatten. Wie zum Beispiel seine Kinder zurückzulassen.
So ist es. Wenn ihr jetzt noch etwas über eure Vorfahren wissen möchtet, könnt ihr bis zum Friedhof hinaufgehen. Dort könnt ihr die Namen auf den Grabsteinen lesen. Danke. 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 Wenn ihr zurückkommt, könnt ihr gerne bei mir auf ein Glas Saft hereinschauen. Gerne. Robert, komm, schau dir das mal an. Schau dir mal die Daten an. Dies mag wohl der älteste Grabstein hier auf dem Friedhof sein. Und? Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Ja, ungefähr. Ja. Hörst du? Schenkst du ein? Ja. Kinder, wisst ihr was? Es wird zu spät. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier übernachten. Wir sind schon vorbereitet. Gut, dann könnt ihr dort hinten euer Zelt aufschlagen. Okay. Ja, danke. Vielen Dank. Diese Geschichte, die ist so unglaublich. Ich bin damit zu beschäftigt, um überhaupt schlafen zu können. Vielleicht waren es ja deine Vorfahren. Kann sein. Könnt ihr auch nicht schlafen? Kommt, wir werden uns noch ein paar Schauermärchen erzählen. Na also, vor langer Zeit, hier in einem Schloss, hier in Transsilvanien, lebte ein Edelmann. Der hieß der Schwarze Graf. Afroamerikaner also. Stimmt, Mann. Nein, nein. Das war so, weil er immer im Schwarz angezogen war. Während des Sommers blieb er manchmal stundenlang und regungslos vor einer Linde stehen. Er spricht nie mit dem Dorfbewohner, bis eines Tages. Ach, da bist du ja endlich. Komm mit. Setz dich. Alter Mann. Ich will deine schönste Tochter, Lena. Aber mein Herr. Das ist für dich. Die Hochzeit war prunkvoller als jedes andere vorher gesehen. Jedoch schien der Graf sich immer merkwürdig zu verhalten. Er unternahm ganze Tage dauernde Ausflüge, während denen Lena alleine im Schloss eingesperrt ausharren musste. Niemand darf sie sehen oder gar noch besuchen. Nicht einmal ihre eigenen Eltern. Aber dann, 9 Monate später, die Zeit verging. Und Lena schien wieder glücklich zu werden, als eines Nachts. Er schläft ja schon.
erfüllt. Ein Vampir! Mein Kind ist ein Vampir! Vielen Dank, meine Liebste. Was war das? Was? Habe ich es nicht gehört? So ein Hu. Warte, diesmal habe ich es auch gehört. Na toll, du bist ja auch extrem glaubhaft. War ja nur eine Katz. Ich glaube, wir sollten jetzt besser schlafen gehen. Ja. Yeah. Yeah. Das glaube ich auch. Oben auf die Treppen vorne schaust du Casa Luxemburg. Casa Luxemburg? Was ist das? Ein Museum? Selber gehen auf die Treppen, dann wirst du finden alles. Okay. Alex, warte mal. Dort unter dem Keller, da ist ein Café. Dort kannst du uns um 8 Uhr treffen, ja? Okay, gut. Bis dann. Tschüss. In Zimmer von Schrift. Tut mir leid, ich habe sie nicht verstanden. Ein Zimmer bitte. Entschuldigung, um welche Archive handelt es sich? Ah, hier wird an einem sächsischen Lexikon gearbeitet. Ah ja. Ja, sicher. Warte. Bitte. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Worum geht es? Ich bin Luxemburger und wollte mir die Archive anschauen. Was suchen Sie genau? Ich weiß nicht wirklich. Ich bin nur neugierig. Ich suche nach nichts Bestimmtem. Cola, Papa, Mineral. Du bist also weise, was? Spinnst du? Du willst nicht mit der dämlichen Fragerei aufhören, oder? Lass sein. Ich bin kein Weise. Ich bin nur adoptiert. Von Rumänen? Nein, von Luxemburgern. Ich bin hier nach Rumänien gekommen, weil ich auf der Suche nach meinen leiblichen Eltern bin. Aha. Wer sind sie? Hast du schon gesehen? Hey, könntest du mal die Klappe halten? Und wie wirst du jetzt nun auf deine Reise vorgehen? Ich habe hier eine Liste. Hui! Hi, Giacola. Jetzt kann ich verstehen, warum du bei uns im Dorf warst. Hey, da ist er in deiner Nähe. Ah! Oh. Das ist im gegenüberliegenden Wohnblock. Großartig, dann können wir doch zusammen gehen. Ja. Hey, hast du sogar auf die Uhr geschaut? Es ist viel zu spät. Außerdem ist es ziemlich weit von hier entfernt. Alex, du musst ja nur anrufen. Ja, mein kleiner Mihai, eine SMS schicken. So ganz billig und unpersönlich. Extrem gut durchgedacht. Nein, ich muss sie sehen.
Du bist dennoch einverstanden, dass wir dich begleiten? Ja, das wäre nett. Wo sind aber deine Luxemburger, Andrea? Ach, sie kommen einige Tage zu uns in unserem Wochenendhaus. Deshalb müssen sie was einkaufen. Sowieso hat er nicht 2000 Kilometer gemacht, um Luxemburger zu finden. Er sucht Rumänen. Und wer einer meine Grube kriegt, ach hat ja, einen Gruben. Sag mal, hast du an die Briefe deiner Großmutter gedacht? Naja, aber ich hab sie nicht dabei. Was wollen wir heute Abend machen? Ja, keine Ahnung, was du willst. Ja, na, das nenne ich Begeisterung. Wir könnten in einen Club gehen oder so. Ach nein, ich kann das Tanzen nicht ausstehen, du weißt ja. Du kannst dir ja nur die Musik anhören. Ja, aber außerdem können wir nicht erzählen, weil die Musik so laut ist. Ja, was du immer so erzählst. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich dich vorhin angerempelt habe. Ah, mach nichts. Ich sehe, du hast deine Tasche zurück. Ja, so in der Tat. Lustig hier, so. Entschuldigung, ich muss jetzt wieder zu meiner Schlaftablette zurückkehren. Ist kein Problem. Na dann. Okay. Mach's gut. Tschüss. Warte! Woher willst du wissen, ob das die richtige Adresse ist? Weiß ich nicht. Ich rufe nur die Andrea, damit sie mitkommt. Reg dich ab, Alex. Ja, wir da. Wir sind's nur. Ich komme gleich. Okay. Ach, ich hätte beinahe vergessen. Ich habe die Kopien von den Heften dabei. Die Originale behalte ich. Ich hoffe nur, etwas zu finden. Langt schon. Deines Lebens, auch wenn dieser Versuch fehlschlägt, dein Leben geht weiter. Vorsicht, Vorsicht, Spannung. Hör endlich auf, sonst wirst du nach unten keine Treppen mehr brauchen. Das kann ich schon. Also hält dir jetzt weiter mal den Mund. Mit einem Fahrstuhl. Ich glaube, da ist keiner da. Na, versuch noch mal.
Vielleicht sind wir zu früh. Okay. Warten wir Mittag ab. Așteptați pe cineva? Da, pe cei care locuiesc aici. Da, dar ei nu mai stau aici. De mult? De mult. Cum e? Îmi pare rău. Înălțat. Die Leute sind schon seit hier, seit lange weggefahren. Nu, ich hab verstanden. Tut mir leid. Alex, komm, wir fragen die Nachbarn. Nein, es hat doch keinen Sinn mehr. Keine Ahnung. Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich glaube, abreisen. Ich muss noch zurück und ein paar Dinge erledigen. Und dann geht's zum Bahnhof. Können wir dich morgen begleiten und verabschieden? Doch, sicher. Gut, bis dann. Tschüss. Dass du nicht gefunden hast, was du gesucht hast. Aber ich habe doch was gefunden, was ich nicht gesucht habe. Tschüss. Tschüss. Also bis dann in Luxemburg. Bitte rein. C'est libre ici? Oui, vous pouvez vous asseoir. Hubert, viens ici, il y a de la place. Du wirst ja auch nicht abgehen, ne? Na, da kriegst du ja schon. Der V. Hast du das gerade erlebt? Mit der Tante aus Mösch. Wow. Das ist nicht von mir, das ist vom Alten, sagst du. Thank you.
hier schon zwischen zwei Tagen. Oh gut, und du? Ich bin gerade gelesen. Interessant, interessant. Ich bin mal visualisiert. Ich meine, es ist schon ein Dorn in der Stadt. Das ist ganz anders. Es sind die Reihe, die Häuser. Das. Schlüssel zum Schlüssel auf der Luftmesche. Entschuldigt, hat ihr Bücher über sieben Bürger? Ja, geht mal bis an die Bibliothek gucken, am Schaf Nummer 11, Frei 5, du bei 95, 96, bis 30 können etwas fangen. Auch, Mama. Seid ihr müde? Nein, wir hatten 24 Stunden Zeit, uns auszuruhen. Die muss ich haben. Jungs, Jungs, wartet kurz. Typisch Mädchen. Sophie? Ja? Ich kann die Jacke nicht finden. Moyen? Moyen? Könnt ihr mir von Schrift so wie die Orange Jacke, das die an der Fenster hängt? Vous pourriez me parler en français, s'il vous plaît? Ja, sie möchte, dass ich Französisch mit ihr rede. Waterloo, I was defeated, you won the war. La 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 la, Waterloo. Ihr solltet bei Popstars mitmachen. Popstars und Deutschland sucht den Superstar, ist doch alles Blödsinn. Ich find's trotzdem cool. Normal ist Theodora. Ja, also ich mag's. Mindestens langst du da ein Star zu werden. Das glaubst du wirklich? Stell dir mal das Gleiche in der Literatur vor. Du gibst jemanden Texte von großen Schriftstellern zu schreiben, dann kannst du noch lange nicht behaupten, dass sie, nur weil sie während zwei Monaten Texte kopiert haben, auch zum Schriftsteller geworden sind. Am
Und was wollt ihr morgen machen? Wir lassen uns einfach überraschen. Ich habe gehört, es gibt hier ein Dorf, das Stolzenburg heißt, genau wie bei uns. Ja, das ist nicht weit weg von Vianden. Auch nicht weit von Bauler. Bauler? Ja, der Ursprung vieler Dinge. Apropos Ursprung, weshalb hast du diese Briefe in Hermannstadt gebracht? Werde ich dir noch zeigen. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir, s'il vous plaît? Was wollt ihr trinken? Einen Oser. Ja, ich auch. Cinq jus d'orange. Un café? Aussi un café pour moi. Ok, merci. Ich frage mich, ob Luxemburgisch mehr in unserem Land als hier gesprochen wird. Kannst du die Zeichensprache? Nein, nicht wirklich. Warum? Ja, ich frag dich mal, wie fragt ein Taubstummer nach einem Glas Wasser? So? Ja, und ein Blinder, wie fragt er nach einer Schere? So. Nein, nein, ein Blinder, der kann doch sprechen. Oh. Mal weiter, ich muss Robert und Katrina noch kurz zeigen. Setzt euch doch mal, ich bin gleich zurück. Seht mal nach der Zeit 211 nach. Leif, Tata, wir hoffen, dass du nicht bei Smart Ace Bass dat. Das Sächsisch kann ich doch auch nicht so gut verstehen. Nein, das ist kein Sächsisch, das ist Luxemburgisch. Ist von den Kindern, die von ihren Eltern allein gelassen worden sind. Mit deinen Recherchen gekommen? Eigentlich. Miss my wind, the rock, I never get a pretty bad man.